Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir aufgehört und haben eigentlich gesagt, wir wollen uns dieser Thematik noch nicht anwenden. Anwenden. Schon wieder gutes Deutsch. Anvertrauen. Wir wollen uns dieser Thematik noch nicht anvertrauen. Annehmen. Annehmen. Ah, danke. Das hatte ich gesucht, das Wort. Wir suchen übrigens noch jemanden, der das ganze Wortgulasch von mir. Ist das eigentlich ein. Gibt es das Wort Wortgulasch oder hat das nur Marco Dengak eingeführt? Gibt's, glaube ich. Nee, ich glaube, das gibt's wirklich. Gibt's, ne? Ja. Ich glaube auch. Also, wenn einer von euch Lust hat und jegliches Wortgulasch ein ganzes Jahr lang abspeichern möchte, dann kann er dies gerne, dann kann er sich jetzt hier melden, damit wir am Jahresende ein witziges Video rausspeichern können, weil wir schaffen es wirklich nicht, das Rohmaterial so abzuspeichern, dass wir dann am Jahresende alles finden. Also, wenn einer von euch da Bock drauf hat, bitte bei mir melden, damit ihr am Jahresende auf jeden Fall ein witziges Video zum Lachen habt. So, jetzt wieder zurück im Text. Wir haben noch genau eine Woche, das heißt, wir haben noch so viel Zeit, dass wir uns überlegt haben, wir gehen die Achse doch nochmal an. Haben wir nichts zu tun, ne? Genau. Weil es ist Freitagabend, was soll man sonst machen, ne? Ja. So. Aber ich finde dieses Gefühl einfach geil, wenn man da was geschafft hat und im Bett liegt und sich sagt, ja. So. Oder in der Badewanne. Oder in der Badewanne. und es einfach, ja, es einfach passt. So. Ich habe nochmal ein bisschen Rücksprache gehalten, was optimal wäre. Die Person, die aktuell relativ viel für mich sowas berechnet, die lernt ihr auch demnächst kennen. Und diese Person sagt auch, geile Nummer, wird richtig was bringen. Hier die beiden Schnellverschlüsse rein, dass wir das Teil rausnehmen können. Und jetzt wirklich noch die Steigerung dazu, dass wir hier tatsächlich auch noch logischerweise auch mit Schnellverschlüssen, damit man es zerlegen kann, auch noch ein Rohr hinsetzen. So, also am Ende ist das Ganze so und so verschleift. Mehr geht dann auch wirklich nicht. Dann ist das wirklich final. Hier ist eine Stelle, da könnte es ein bisschen eng mit der Getriebeglocke werden. Da muss man eventuell die Getriebeglocke ein bisschen anpassen. Ist aber wirklich nur marginal. So, das ist der Strich, bis wohin wir von der Seite aus theoretisch auch gehen können. So. Okay, was machen wir jetzt? Wir fangen hiermit erstmal an. Ich habe lange überlegt, wie machen wir das Ganze? Schneiden wir es im Auto raus und dann ist mir aber eingefallen, dass, als ich drunter lag, ich bin der Meinung, wir sollten nicht so tun, als wenn die Achse jetzt gerade perfekt sitzt, weil es ist gerade nicht so, dass alle vier Punkte mittig im Langloch sind. Ihr habt es an der Hinterachse gesehen, wie die sich auch zusammengezogen hatte. Kann hier genauso passieren, deswegen, ich glaube, es ist das Beste, wir zerschneiden sie, passen es grob an und schrauben dann im Auto überall die Mitte fest. Ziehen es brettermäßig an und verschweißen es dann. Dass wir immerhin dann den Vorteil haben, wenn beim Vermessen irgendwas nicht passt, keine Ahnung, das Auto so steht oder so steht, dass wir dann immer in den Spielraum, weil es kann jetzt gerade sein, dass wir gar nicht verschieben können. Ja. So. Am Ende dient das Ganze aber dazu, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, wir können später wirklich auf der Hebebühne, auf dem Event, wie auch immer, einfach nur diese Schrauben raus, klackt die Strebe raus und können die Ölwanne abnehmen und Pleuellager checken. Was bei dem Auto extrem viel wichtig ist, weil ihr habt ja gesehen, wie eng das hier ist. Normalerweise müsste man alles abnehmen. So, wir müssen logischerweise die Schrauben nach unten machen. Sonst kommen wir da nicht dran. Das heißt, das Ding steht dann so. Und hier die Schrauben auch nach unten. Das heißt, das Ding würde dann am Ende so stehen. Das würde man wahrscheinlich mit einem Rohr dann machen. Ob wir in diesem Video das V auch schaffen, kann ich noch nicht versprechen. Prio 1 für uns hat natürlich das Teil. Wenn dieses Teil, wobei eigentlich müssen wir beides im Auto verschweißen, ne? Ja, auf jeden Fall. Zumindest soweit es geht, ne? Und die Vorarbeiten sind halt hier wirklich extrem wichtig. So, hier hatte ich mir markiert, bis dahin. Bis hier wäre das Allercoolste. Wir waren uns jetzt ja schon einig, dass wir leider bis das Y reingehen müssen. Genau. Was ich allerdings nicht so schlimm finde, weil ich schneide das Y da jetzt gleich als Kappe einfach raus. Und dann setzen wir das Rohr ein und dann setzen wir am Ende nur die Kappe drauf. Das sehe ich wirklich nicht als Problem. So, das heißt, dieses Teil müsste idealerweise so hier stehen bleiben. Das heißt, wir sind bis da. Dann können wir nämlich da drin das Rohr aufmachen und das da so reinschieben. Jetzt gucke ich mal, wie schräg wir hier schon sind. So, die alles entscheidende Frage ist gerade nur, ich muss es am Ende natürlich hier in diese Rundung reingeschoben kriegen. Und ich bin leider der Meinung, dass es hier schon zu rund ist. Und ich es ja nicht reinkriege. So, ich nehme einmal einen Zollstock und messe. Dann zerflexen wir das Ganze. Ich messe. Und dann seht ihr gleich ein Video, wie es weitergeht.
Also die Achse ist fest, ausgemittelt und wir haben jetzt das Rohr hier so weit angepasst, dass das da leicht klappernd drin sitzt. Auf dem Tisch schon verschweißt, dass es schön gerade ist. Sieht man auch beim Drehen. Und uns war halt wirklich einfach nur wichtig, dass es gleich nach dem Schweißen die Achse einfach in der Mitte sitzt, dass wir es verstellen können. Rest war uns jetzt erstmal egal. So, hier alles schön angepasst, dass das wirklich fluchtig drin sitzt, ohne Spalt, schön auf dem Konus. So, dass Tom das jetzt anpunkten kann und dann auch hier verschweißen, ne? Soweit es geht. So über Kopf, oder? Nein, dann machen wir es außen. Soweit es geht von oben. Geht das nicht? Doch, klar, oder? Kannst du immer über Kopf einen reinzittern. Ja, das sieht aus wie Curry Pommes, ne? Ja, also wie immer. Nein, Spaß. Nee, okay, alles klar. Ja, ich überlege gerade ehrlich gesagt mit den Schrauben, aber ich glaube, es ist am coolsten, wenn wir sie nach unten machen. Ah ne, wir müssen sie auch nach unten machen, weil die Strebe geht ja nach da noch raus, logischerweise, ne? Okay, dann mitteln wir das mal aus hier. Ja, passt, kannst loslegen. Aber fühlt sich echt gut an, wie hier drin sitzt. Also das wird gut. Das wird gut. Also Tom hat es doch im Auto komplett durchgeschweißt. Warte mal, bevor ich durcheinander komme, rechts und links. Und jetzt kommt der erste Versuch, wo wir gleich feststellen werden, ob sich hier in Summe irgendwas verzogen hat oder nicht. Nein, Linksträger ist noch 10 cm höher, steht gleich. Nee, also wenn jetzt die Stange entspannt rein und raus geht, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das schon mal gut ist. So, weil wenn sie jetzt gleich schon klemmt, dann ist das auch noch nicht schlimm, weil dann können wir einfach die Achsen lösen und das wird sich dann hat sich einfach die Achse in Anführungsstrichen gesetzt. Aber geiler wäre es natürlich schon, Alter, wenn das so ist, wie wir es uns das wünschen. In dem Einmal ein bisschen Spinne drin, dass der mal ausbrüsten würde. In der oben nach dem Schrauben. Die Gewinne. Wie geht's rein? Ich glaube, das haben wir schon ganz gut gemacht hier. Für auf den Freitagabend. Ui. Das geht, ne? Der Nummer können wir im Zirkus auftreten. Alter, Tom, ey. Mal ohne Verzug geschweißt. Seit wann kannst du das denn? Mal, ja. Wie sag ich immer, man wächst mit den Herausforderungen. Über Kopf hat er hier einen durchgezittert. Also, jetzt schrauben wir es wieder fest. Und anschließend machen wir hier die Originalkäppchen wieder drauf, die ich abgeflext hatte. Dann ist das hier nämlich auch zu und abgestützt. Die Serie. Wie original. OEM Plus. Und dann kümmern wir uns darum, wie wir das Ganze nach hinten noch abstützen. Aber erstmal ziehe ich das hier fest. Pass auf, oder? Ich zeig. Also du kannst hier nicht, das ist das Geile an dem Limo-Umbau jetzt, dass ich wirklich alles so baue, wie es für mich am Ende geil ist. Und das ist so ein Punkt, das wird mir das Leben so viel einfacher machen, weil ich einfach diese Ölwanne abbauen kann. Wirklich. Das ist dann auch wirklich so ein Auto, wo ich lieb gerne abbaue, die Ölwanne. Wo ich so freiwillig abbaue, weil das wird so gut und so einfach gehen. So, das war die Seite. Die ist jetzt natürlich ein bisschen kürzer geworden durch das Abflexen. Das heißt, die müssen wir natürlich noch ein bisschen anpassen. Ich muss beide leider ein bisschen minimal schräg machen. Dann kannst du die ja ran. Kannst du den linken Krampf halt nicht punktet schon an? Nee, den will ich auch schräg machen. Ach so. Guck mal, das eine Mal schleifen haben wir jetzt. Okay. Weißt du, aber eigentlich steht sie so. Und das bisschen hier nehme ich auf den Bandschleifer bei beiden Arme runter. Also ich bin gerade im Flow, Tom. Deswegen, das muss jetzt hier vorangehen. Ja, wir haben leider nicht so eine coole Maschine wie Nils, aber ich zeige euch das beim nächsten Mal, wie ich das immer mache. Ich halte mir das wirklich unter die Achse. Machen wir dann mit dem Stift parallel zur Achse einen Strich und fangen dann einfach mit einem Fächerschleifer, also eine Schleifhülse, mit einem geraden 90-Grad-Arm fahre ich dann langsam in das Rohr rein. Welche Achse ist das? Bis es passt, keine Ahnung. Okay. Die K-Achse. Jetzt in dem Fall ist es einfacher, weil ein großes Problem ist immer der Winkel zu dem Winkel. Der ist wirklich genau zu treffen, aber da wir ja unseren Schleifverschluss zwischen machen, dann war das zum Glück nicht so. Ich habe erst überlegt, wo wir hinten rangehen. Und dann habe ich mir aber überlegt, es ist am besten, an das Rohr zu gehen, weil dann sind wir nämlich, was den Halter angeht, flexibel. Ja. Falls da irgendwann mal ein anderer Halter drauf kommt, weiß der Geier. So, das heißt, wir gehen da ran und wir gehen hier ran.
Und so sitzt der Kollege dann hier drin. So, hier habe ich mir die Mitte markiert. Jetzt ist nur die Frage, wie wir es schweißen. Wir haben ja bei der anderen Strebe erst hier durchgeschweißt. Bin mir nur nicht sicher, ob es bei der so gut ist. Weil egal, wie wir es jetzt hier gleich durchschweißen, es wird danach nicht mehr so geil sitzen. Ich überlege, ob wir den leichten Fehler, den wir ja definitiv haben, lieber hier drin lassen. Mhm. Weißt du, also ob wir es jetzt nicht erstmal hier anpunkten, da hinten anpunkten, ja, dann einigermaßen ausrichten und dann hier anpunkten. Ja. Und durchschweißen, brauchst du, glaube ich, hier, das können wir auch ausgebauter machen. Ja, wenn hier ein paar Punkte dran sind. Weil das wird eh genug gegenhalten. Ja. Okay. Right, oder? Ja, und dann punkte den mal eins recht hier. So, ich mache die hier mit Absicht ein bisschen tiefer, weil da ja, wie gesagt, besagtes Getriebe ist. So finde ich es eigentlich cool. Also wenn du willst, kannst du hier mal einen Punkt machen. Wo denn? Ja, hier irgendwo am Rohr. Vorne? Ja. Hä, ist aber was dran? Zum Glück wäre kein Solarium, weil der Uwe zu heiß sein kann. Ja, ich war ein Anfänger, Entschuldigung. Hast du auf die Stelle genommen, wo der Spalt am größten ist? Ja. Ja, jetzt. Ja, den Spalt muss ich immer füllen. So. Ja, wir brauchen leider 6 Hände, du musst einmal. Achso, ich muss auch mal mithalten. Also ziehen, ja. Wir kriegen ja, okay. Da schnell mit Punkten hier. Also, Rohr Nummer 2. Eine Seite grob angezeichnet, abgeschnitten. Nächste Seite dran gehalten, grob abgeschnitten. Jetzt flexe ich den auch einfach ab. Beziehungsweise ich kann es euch auf der anderen Seite zeigen. Wichtig ist immer, dass das Rohr einigermaßen parallel zum Tisch ist. Dann nehme ich mein Lieblingstool. Eine Sache, die scheiße daran ist, muss ich ganz ehrlich sagen, man kann die Drehzahl nicht einstellen. Das heißt, das Ding macht irgendwie 26.000 Umdrehung. Und das ist natürlich für den Durchmesser viel zu viel. Aber ist wirklich eine günstige Variante so, weil diese Schlagbänder kosten wirklich nicht viel. Drückt man da einfach immer drauf. So, und jetzt kann ich logischerweise, wenn ich das Ding jetzt genau so vor mir führe hier, seht ihr hier schon, wie ich wirklich von der Theorie her jetzt den Durchmesser von dem Hauptrohr des Bügels wegschleife. So. Achtung, das gibt jetzt Funken. Normalerweise gehe ich hinten an meine Schleifbank, aber ich zeige euch das einmal so. Hier, wie das schon recht rot geworden ist. Aber auch wie krass das glänzt. Das war jetzt erstmal nur der Vorschliff, das muss man gleich einmal ranhalten und dann muss man die Feinheit machen. Und ganz am Ende mache ich dann das Ding dazwischen. Jetzt die ganze hast du dir gespart? Was ist das denn? Hier, pass auf, warte! Warte! Ist das scheiße! Also, wir haben jetzt doch ist alles durchgeschweißt, ne? Fast. Hat der Typ echt hier auf dem Rücken gerade gelegen? Auf dem Rücken hat er irgendwie durchgezogen. Sieht witzig aus, weil man sieht die Verbindung kaum irgendwie, ne? Ich finde, irgendwie muss man schon echt genau hingucken, um die Verbindung so zu sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier geht. Bald Full-Tube-Limo. Wurde es nicht schon am Zittern? Ja. Ja, also man merkt, dass ein bisschen Zug auf jeden Fall drauf ist. Siehst du hier?
Der war auch schon die ganze Zeit da, der Spalt. Nee, ich hab's doch hier beim Losschrauben gerade gemerkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass Schrauben nicht mehr rein und rausgehen. Und so weiter. Und man darf ja auch nicht vergessen, sobald wir die Achse gleich lösen, weißt du, hier werden jetzt ja nicht 5 mm Verzug drauf sein. Sehr brutal. Sondern vielleicht, wie. Vielleicht einer. Okay, die Schraube. Ja, wir können sie ja immer noch, wenn dann, auseinanderziehen. Ja. Aber immer wieder krass, wie wenn man nur ein ganz bisschen in die Richtung geht, ne? Also nicht nur quer, sondern eine Diagonale dran hat, wie dann der Verzug immer losgeht, ne? Geht auch schwer? Also ich würde jetzt nicht sagen leicht. Es fühlt sich wirklich so an, als wenn es ein bisschen arbeitet. Aber ist jetzt nicht so, dass es raus. Da gibt es auch 4 Verbindungen dazwischen, ne? Okay. Okay. Ja, vor allem, ich konnte es ja gerade wieder richtig die hindrücken. Also, deswegen, klar. Also wenn, dann ist es tendenziell tatsächlich eher so, dass er hier, das hat das. Ja. Maschallah. Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübsche. Kannst du dir nicht vorstellen, Tom, wie glücklich mich das macht. Ich werde auf dem Treffen einfach das Ding rausziehen und hinlegen. Und dann vergessen wir am Starten. Boah, unten nichts merken. Oder kommen wieder und Räder stehen so. Ich behaupte, wenn wir jetzt beim nächsten. Wobei, guck mal, egal, was reingeht, ne? Ja, okay, brutal. Also, es muss ja auch so reingehen, weil, wenn es nicht so reingehen würde, dann kann es auch nicht perfekt stabil sein am Ende, ne? Weil das ist ja wirklich. Hätte sich auch hinziehen sollen, ist die nächste Frage, ne? Ja, ich hätte schon gedacht, dass ich das verziehen kann. Ja, aber wohin? Ja, es ist ja in jeder Achse ist es ja, ja jede nicht, hier halt nur Hälfte. Ja, aber, weiß ich nicht. Ich sag niemals nie. Aber bei so einem Ohr. Tom, hast du gut gemacht. Ja, danke. Gut gemacht. Kann ich gut schlafen heute. Wie ist das, die scheiß klare Leute? Ja, geil. Haben wir auch wieder euch eine Sache gezeigt, was es so alles an Baustellen an diesem Auto gibt und wie man wieder mal mit wenig Mitteln viel rausholen kann, weil Vorteile jetzt, ich komme an die Blaulage ran, ich kann die Ölwanne abnehmen, das heißt, ich kann theoretisch sogar alles rausnehmen, ich kann Getriebe besser abnehmen. Nicht, dass du bald im eingebauten Zustand buchst. Weil, weil mir ist nämlich eben gerade tatsächlich eine weitere Sache gekommen, eingefallen. Die nicht mehr so gut geht, jetzt geht sie wieder besser. Wenn ich eingebaut das Getriebe ausbauen will, musste ich den Motor immer so krass nach hinten kippen. Mhm. So, das geht natürlich A schon mal schlechter, weil es sich hier drauf schlechter kippt, jetzt wo wir so breite Halter haben. Und wenn hier natürlich gar kein Platz ist, können wir gar nicht kippen. Mhm. So, ne? Und jetzt kann es natürlich kippen, jetzt ganz übertrieben gesagt, so rausfallen. Und alleine mit Torus ist ja immer blöd, ne? Ja, die, also jetzt, so überhaupt, ich kann sie bald Lader eingebaut wechseln, so viel Platz wie das. Ja, aber ich meine auch Getriebe, die Glocke, dass die ja immer, muss ja so ein bisschen darunter durchfummeln. Das Konstrukt, kennen das die Leute ja nicht schon? Nee, ist doch geheim. Der geheime Schweißdraht. Er stoppt echt schon Elektrik ein hier. nee, und zusätzlich, das bringt natürlich Stabilität hier rein. Wenn man es jetzt noch komplett übertreiben würde, Alter, ich komme jetzt nicht mit 3. Würde man da 3 Grad machen? das brauchen wir nicht. So, wir nehmen die Achse jetzt raus, gucken nochmal ganz in Ruhe so ein paar kleine Stellen an, wo man vielleicht nochmal hinkommt zum Hinschweißen, ne? Mhm. Und im nächsten Video geht's weiter am Motor. Ich würde sagen, tschüss. Danke, Tom. Gerne. Hast mich glücklich gemacht. Idee geil, Umsetzung geil, alles geil. War noch wirklich schnell, ne? Ja, finde ich schon. Also echt erschrocken. 3 Stunden mit Pizza, Essen, Quatschen. Oh. Quatschen, Scheiße labern und so weiter. Top. Gefällt mir. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.